Der Migrationspakt wird immer ein Problem. Ja, tatsächlich. Also, der Migrationspakt bedeutet ja, dass jemand, der irgendwie von Afrika, woher auch immer, einwandert, dass er hier das Recht bekommt, sich in Europa, in der Schweiz speziell, zu melden und zu bleiben. Was kostet so etwas eigentlich? Das ist auch eine verrückte Seite. Das weiss ja niemand. Ich sage auch, wir haben vor kurzer Zeit wieder ein Flugzeug eingeflogen mit 76 Flüchtlingen. Also das sind Frauen und kleine Kinder usw. Und der Bundesrat weigert sich chronisch, uns reinen Wein einzuschenken, was das kostet. Aber das sind ja gnadenlose Kosten. Das heisst, der Bundesrat tut über dem Kopf der Parlamentarier entscheiden, wie viele Leute das in die Schweiz reingelassen werden. Das ist ja eigentlich auch etwas Verrücktes, was die Leute nicht wissen. Eine Frage, die ich nicht einmal weiss. Ich habe zum Beispiel die Frau Sommaruga, Justizdepartement, die für Flüchtlinge zuständig ist, die gefragt, ja, haben ihr 76 und 1500 Syrer haben ihr zweimal nacheinander bewilligt. Kann denn sie persönlich in Libyen sagen, 76 und dann die nächsten 150? Ja, wer entscheidet das? Wo ist die Limite? Ja, ja. Und das beantwortet es chronisch nicht. Und auch der Bundesrat als Gesamtes, 2x 1500 aus Syrien, kann jetzt auch 10'000, kann er 20'000, kann er 30'000. Das gibt es ja nicht einmal Antwort. Und warum gibt es keine Antwort? Ich meine, das ist ja, ist das gesetzlich? Nein, weil sie sich wahrscheinlich die Freiheit halten, können machen, was sie wollen. Wie sieht das in Bezug zum Rahmenvertrag aus? Also der Rahmenvertrag ist in dem Sinne eine ganz andere Frage als Migrationspakt. Ja, ja. Der Rahmenvertrag ist eine Kombination von mehreren bilateralen Verträgen. Ja. Und dort in soll noch gelten Automatismus. Wir müssen uns automatisch im europäischen Recht unterwerfen. Und das ist natürlich eine riesige Gefahr. Könnte das eine Rückwirkung auf den Migrationspakt sein? Der Migrationspakt und der Rahmenvertrag sind höchstens in folgendem Punkt vergleichbar oder das Gleiche. Die freie Einwanderung. Also der Rahmenvertrag drückt ja uns aufs Auge, dass mit der EU, Stichwort Personenfreizügigkeit, wir überhaupt nicht mehr können steuern. Jetzt der Migrationspakt ist noch gefährlicher, weil der weitet das weltweit aus. Wie sieht das aus mit einer Volksinitiative, wo Sie gerne Hilfe vor Ort? Wir haben eine Volksinitiative, die wir jetzt gerade lanciert haben, im Sinne von, sie ist auf einmal angemeldet bei der Bundeskanzlei. Und die sagt, dass jemand, der in die Schweiz kommt, entweder zurück in ein Hilfsgebiet kann, in ein Hilfsdorf, oder er bleibt in der Schweiz in definierten Räumen, wo sie nur noch Gutscheine bekommen und kein Bargeld. Okay. Herr Stamm, ich danke Ihnen herzlich.